Diese CNC-Maschine habe ich aus Kugellagern sowie aus in Baumärkten erhältlichen Teilen und mit geringem Werkzeugeinsatz gebaut. Als Antrieb kommen preisgünstige Gleichstromgetriebemotoren mit geringer elektrischer Leistung zum Einsatz. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive der Schaltpläne und der verwendeten Software gibt's auf der Projektseite. In diesem Video werde ich einige Besonderheiten des Aufbaus zeigen und die erreichbare Präzision der Maschine demonstrieren. Die Werkzeuge zur Herstellung sind im Wesentlichen ein Schraubstock, eine Ständerbohrmaschine, eine Metallsäge, Feilen, Schraubenschlüssel und ein 6mm Gewindebohrerset. Die verwendeten Eisenprofile lassen sich gerade absägen, wenn ein kleiner Winkel als Führung verwendet wird. Etwas Kühlung des Sägeblatts mit Wasser verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Nach 4 Sägeschnitten ist das Profil abgelenkt. Geführt werden die X- und Y-Achse von Dreieckleisten bzw. von um 45 Grad verdrehten Vierkant-Eisenprofilen. An einem etwa 20 cm langen Stück eines Vierkant-Eisenprofils sind 4 Kugellager angebracht. Der Innendurchmesser der Kugellager beträgt 10mm, der Außendurchmesser muss möglichst groß sein, bei den hier gezeigten Kugellagern sind es 30mm. Das Vierkant-Eisenrohr besitzt eine Kantenlänge von 25mm, in das Innere muss eine Mutter für 10mm Gewinde passen. Die Bohrung zur Befestigung der Kugellager muss möglichst an der unteren Kante angebracht werden. Dabei darf diese aber nicht so tief sitzen, dass die M10er Mutter nicht mehr zur Verschraubung an der Innenseite verwendet werden kann. Der äußere Rand des Kugellagers muss deutlich über die Kante des Eisens ragen. Die Bohrungen auf der zweiten Seite des Eisenprofils müssen versetzt erfolgen, da sich die Achsen der beiden Kugellager und die zur Verschraubung benötigten Muttern nicht berühren dürfen. Diese Bohrungen erfolgen auf den flachen Seiten, was kein Problem darstellt. Bei der hier gezeigten Konstruktion müssen allerdings auch einige Bohrungen durch die Kanten des Profils gehen. Dazu habe ich als Führung 2 gewinkelte Aluminiumprofile auf einer Holzplatte verschraubt. An der Ständerbohrmaschine wird die Konstruktion mit Hilfe einer zweiten Holzplatte festgeschraubt. An der Stelle der Bohrung wird die Kante leicht angefeilt und mit einem Körnerschlag versehen. Die Bohrung erfolgt in mehreren Stufen, beginnend mit 3mm, 6mm und schließlich mit 10mm. Der Antrieb der Achsen erfolgt über 6mm Gewindestangen. Es muss ein M6er Gewinde in eine M10er Gewindestange geschnitten werden. Dazu werden zwei Seiten der M10er Gewindestange flach gefeilt. Jetzt muss ein 5mm Loch gebohrt werden. Die Kanten der Bohrung werden mit einem 6mm Bohrer leicht angesenkt. Der nächste Schritt besteht im Schneiden des Gewindes. Das Set besteht aus 3 Gewindebohrern. Der erste Schneidvorgang erfolgt mit dem Vorschneider, der mit einem Ring markiert ist. Etwas Schmiermittel sollte auf das Werkzeug aufgetragen werden. Achtet darauf, dass der Gewindebohrer wirklich senkrecht angesetzt wird. Beim Gewindebohren das Werkzeug vor- und zurückdrehen, damit die entstehenden Späne immer wieder abbrechen und sich das Schneidwerkzeug nicht verklemmt. Durchgang Nummer 2 erfolgt mit dem Mittelschneider, der mit 2 Ringen markiert ist, und der dritte und letzte Durchgang mit dem Fertigschneider, welcher üblicherweise keinen Markierungsring besitzt, manchmal jedoch mit 3 Markierungsringen versehen ist.
Nun sollte eine M6er Schraube leicht einzudrehen sein. Das Gewindestück mit dem M6er Gewinde und die Kugellager können nun mit dem Vierkanteisenrohr verschraubt werden. Der Abstand der Kugellager von dem Vierkantrohr sollte so groß sein, dass die Kugellager nicht an die Schraubenköpfe stoßen, mit denen die Winkelleiste an der Basisplatte der CNC-Maschine verschraubt ist. Damit ist ein Läufer für die Bewegung längs der X-Achse fertig. Auf der gegenüberliegenden Seite läuft der Schlitten der X-Achse auf einer flachen Aluleiste. Verbunden sind beide Läufer mit einem Verbund aus einem Winkel- und einem Vierkanteisenprofil. Mein erster Versuch bestand aus einem 20×20mm Aluprofil, das sich jedoch als zu weich herausgestellt hat. Auch ein Eisenprofil gleicher Dimensionen verbiegt sich unter Last sichtbar. Erst das Winkeleisen mit den Abmessungen 40×40mm und einer Materialstärke von 4mm zeigt eine nur geringe Verformung. Die Höhe über der Grundplatte muss so justiert werden, dass diese auf beiden Seiten gleich ist. Auf dieser Verbindungslinie läuft der Schlitten für die Y-Achse. Dieser besteht im Wesentlichen aus mehreren M10er Gewindestangen, die über Flacheisen verbunden sind. Oben wird der Schlitten über zwei weitere Kugellager von einem Winkelprofil aus Aluminium geführt. Die Bewegung um die beiden Achsen sollte möglichst leichtgängig und spielfrei sein. Die Z-Achse wird von Kugellagern geführt, die auf runden Eisenrohren laufen. Zentrales Element des Schlittens für diese Achse sind zwei Winkelprofile aus Aluminium. Als nächstes werden die M6er Gewindestangen für den Antrieb montiert. Ein Befestigungspunkt an der Grundplatte besteht aus Eisenwinkeln. Die einfache Ausführung verbiegt sich unter Last deutlich, weshalb ich einen zweiten Winkel zur Verstärkung angebracht habe. Die Gewindestange wird an den Winkeln mit Hilfe zweier Kugellager mit 6mm Innendurchmesser befestigt. Ein Kugellager ist vor dem Winkel, das zweite dahinter. Die dritte Mutter auf der Gewindestange darf nur so weit angezogen werden, dass die beiden Kugellager ausreichend stark an den Winkel gepresst werden. Wird die Mutter zu stark angezogen, lässt sich die Gewindestange nur noch schwer drehen. Ist das richtige Anzugmoment gefunden, kann mit der vierten Mutter der korrekte Sitz gesichert werden. Dieses Ende der Gewindestange ist möglichst spielfrei an der Grundplatte befestigt. Am anderen Ende der Gewindestange befinden sich die Sensorscheibe und der Getriebemotor für den Antrieb. Der Motor ist mit der Gewindestange über ein Stück Gummischlauch befestigt. Das zweite Ende ist also flexibel mit der Grundplatte verbunden. Somit führen Ungenauigkeiten im Antrieb nicht dazu, dass die gesamte Mechanik klemmt, die Gewindestangen aus dem Baumarkt sind nie kerzengerade. Die Schlitten für die Bewegung um die drei Achsen sind über die M6er Innengewinde mit der Gewindestange verbunden. Ist dieses Gewinde schnurgerade zur Gewindestange ausgerichtet, so ist der Antrieb sehr leichtgängig, es besteht dabei aber immer etwas Spiel längs der jeweiligen Achse. Durch leichtes Verdrehen der M10er Gewindestange wird der Antrieb schwergängiger, das Spiel wird jedoch deutlich reduziert. Die Justage ist also ein Kompromiss aus möglichst geringem Spiel und nicht zu großer Reibung. Besser läuft der Antrieb mit ein wenig Schmiermittel, in dieser Spritze befindet sich gebrauchtes Motorenöl, von dem ich immer genug vorrätig habe. Insgesamt werden vier Antriebe benötigt. Zwei für die Bewegung um die X-Achse und je eine für die Y- und Z-Achse.
Ein einzelner der vier Getriebemotoren mit einer Untersetzung von 30:1 zieht bei 12 Volt Betriebsspannung einen Strom von maximal 1,2 Ampere. Angesteuert werden die Gleichstrommotoren über vier H-Brücken, wobei jeweils zwei H-Brücken auf einer Platine verbaut sind. Die Steuerimpulse werden von einem Arduino Uno errechnet, der die aktuellen Motorpositionen über die 8 Lichtschranken einliest. Wie ein derartiger Linearantrieb funktioniert, habe ich in dem Video zum Arduino Uno ausführlich gezeigt. Damit ist die CNC-Maschine fertig. Als erstes befestige ich einen Kugelschreiber am Schlitten der Z-Achse, um ein Testmuster zu Papier bringen zu können. Die Software zur Ansteuerung der Maschine ist in C geschrieben und diese wird über die Kommandozeile bedient. Über das Menü kann die Datei mit dem Testmuster angewählt und es können verschiedene Parameter festgelegt werden. Nach dem Startsignal beginnt die Maschine als Plotter zu arbeiten. Mit dem Testmuster soll die Präzision der Mechanik überprüft werden. Das Testmuster besteht aus mehreren konzentrischen Kreisen, und vier im Winkel von 45 Grad zueinander angeordneten Linien. Als Referenz habe ich das gleiche Muster mit einem Tintenstrahler auf eine durchsichtige Folie gedruckt. Nach möglichst deckungsgleicher Ausrichtung ist zu sehen, dass die Präzision dieser Low-Tech-Maschine im Bereich von Zehntelmillimetern liegt. Nicht schlecht, wie ich finde. Ein zweites Kriterium für die Präzision einer CNC-Maschine ist die Wiederholgenauigkeit beim Ansteuern eines Punktes aus verschiedenen Richtungen. Auch hier schneidet die Mechanik sehr gut ab. Zum Plotten des Testmusters hat die CNC-Maschine etwa 30 Minuten benötigt. Die maximale Geschwindigkeit längs der Y-Achse beträgt etwa 3 mm pro Sekunde. Im 45 Grad Winkel, wenn die Motoren des X- und Y-Antriebs mit gleicher Geschwindigkeit laufen, beträgt der Vortrieb nur 2 mm pro Sekunde. Für höhere Geschwindigkeiten werden Motoren mit höherer Leistung benötigt. Wird der Kugelschreiber durch einen wasserfesten Filzstift ersetzt, kann der Deckel meines Laptops weiter verziert werden. Den Schriftzug hatte ich in dem Video zu meinem Plotter aus alten CD-Laufwerken aufgebracht. Der Bewegungsspielraum dieses Plotters beträgt etwa 50x50 cm, womit sich deutlich größere Grafiken zeichnen lassen. Mit einem diamantbeschichteten Fräser kann Glas graviert werden. Der Fräsmotor ist dabei flexibel mit dem Schlitten der Z-Achse befestigt, da weder die Grundplatte der CNC-Maschine noch die Glasplatte ideal plan sind. Leichte Unebenheiten werden somit ausgeglichen. Der Diamantfräser sollte immer gekühlt werden. Ich verwende Wasser mit einem Tropfen Spülmittel. Als nächstes verwende ich einen Lötkolben mit einem Stück Kupferdraht, um Styropor auszuschneiden. Je näher der Schnitt an dem Lötkolben ausgeführt wird, umso höher die Temperatur und somit umso breiter der ausgeführte Schnitt.
Unter der Platte, aus der die Form ausgeschnitten wird, befindet sich eine zweite Styroporplatte als Abstandhalter zur Basisplatte. Das Ergebnis ist eine Rippe für eine Tragfläche. Ich beabsichtige irgendwann in der Zukunft, elektronische Komponenten in die Luft zu schicken. In dem ersten Versuch hatte ich keine zweite Styroporplatte untergelegt. Dieser Fehlversuch ist jetzt in die Bodenplatte eingebrannt. Um Formen aus stabileren Materialien als Styropor ausschneiden zu können, wird der Lötkolben durch einen Fräsmotor ersetzt. Wie zu sehen ist die Mechanik nicht ideal stabil. Der Fräser lässt sich mit dem Finger aus seiner Ruhelage auslenken. Die Gewindestangen sind eine Quelle von Ungenauigkeiten. Befindet sich der Schlitten nah an dem festen Ende, so bewirkt ein Verbiegen der Gewindestange eine nur unmerkliche Auslenkung des Fräsers. Ist der Schlitten allerdings am losen Ende des Antriebs, so wird der Fräser deutlich aus seiner Ruhelage ausgelenkt, wenn die Gewindestange verbogen wird. Als nächstes werde ich Kreise mit Durchmessern von 5, 10, 20 und 40 mm aus 4 mm starkem Plexiglas ausschneiden. Der Frässchnitt erfolgt dabei in zwei Stufen. Erst im zweiten Durchgang wird die Tiefe so gewählt, dass die Platte komplett durchtrennt wird. Die Vortriebgeschwindigkeit bei abgesenktem Fräser wird per Software deutlich verringert, da der 2 mm Fräser ansonsten abbrechen würde. Das gleiche Muster wird nahe dem losen Ende der Antriebe für die X- und Y-Achse wiederholt. Die Präzision der Frässchnitte wird erneut mit einem Kontrollmuster aus dem Tintenstrahldrucker verglichen. Zu sehen ist, dass in beiden Fällen die Abweichung im Bereich von Zehntel Millimetern liegt. Dabei ist kein Unterschied zwischen dem Muster am festen und losen Ende des Antriebs auszumachen. Die Software ermöglicht die Berechnung spezieller Zahnräder mit runden Zähnen. Wird aus diesen Zahnrädern ein Getriebe aufgebaut, so zeigt sich auch hier, dass die Präzision dieser Low-Tech-CNC-Maschine durchaus beachtlich ist. Mit derartigen Bauteilen lassen sich andere CNC-Maschinen bauen, die sich durch höhere Geschwindigkeit oder weiter verbesserte Präzision auszeichnen. Die Evolution der Maschinen möge in späteren Videos beginnen. Neben Plexiglas lässt sich auch 0,8 mm starkes Aluminiumblech mit der Fräse bearbeiten. Andere Materialien habe ich bislang nicht getestet. Wie bereits gesagt, gibt's weitere Informationen zur Maschine auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis bald!